Am gestrigen Freitag, kurz nach 17 Uhr, erreichte die Meldung vom Tod des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl die Öffentlichkeit. Weltweite Würdigungen, Nachrufe folgten. Heute hat sich der in Bad Urach wohnende ehemalige Bundeswirtschaftsminister und FDP-Generalsekretär Helmut Hausmann gegenüber RTF1 geäußert und den Kanzler der Einheit und Ehrenbürger Europas gewürdigt. Kohl hinterlasse Deutschland ein großes Vermächtnis und eine Verpflichtung, gerade angesichts der derzeitigen europäischen Krise. Hausmann gehörte zu Kohls engsten Weggefährten. Nach Kohl habe man unter Angela Merkel in Europa schwere Fehler gemacht. Welche großen Verdienste hat Helmut Kohl? Was bleibt? Das bei ihm zusammengehörte deutsche Einheit und europäische Einigung. Das hat sonst niemand geschafft, weder Willy Brandt noch Adenauer. Und aus meiner Sicht ist sein größter Verdienst diese unglaubliche Wirkungsmacht als Historiker, dieses langfristige Denken, dieses Dranbleiben und dann die Vollendung und eben das Wissen um die Wichtigkeit persönlicher Beziehungen. Also Helmut Kohl war jemand, egal ob das Mitterrand war oder Gorbatschow, wenn man das aus der Nähe beobachten durfte, das waren nicht funktionale Zweckgeschichten, sondern diese Partner, ohne die es nicht gegangen wäre, die haben gespürt, Kohl ist ein Freund des anderen Landes. Lang wurde das ja bestritten, vor allen Dingen von der politischen Linken, manchmal auch vom Mainstream, dass Kohl große Verdienste um die Wiedervereinigung hat und um dieses sich einigende Europa. Was war da das spezifische Stück Kohl in der Wiedervereinigung? Na ja, gut, da war Missgunst auch von der Linken und nicht zuletzt ja auch Margaret Thatcher, so im engeren Kreis, wenn er da berichtet hat, wie es da zur Sache ging. Auch Mitterrand war nicht am Anfang großer Freund, aber am Ende des Tages war klar, vor allem auch in dem Kohl, ohne Kohl gäbe es den Euro nicht. Und das war eben, das gehörte zusammen. Er wurde verlacht. Leider haben eben viele Medienkollegen eigentlich nie sich historisch ausführlich mit ihm beschäftigt, sondern an Äußerlichkeiten, Dialekt, Größe oder so, ihn niedergemacht. Jetzt müssen manche sich ändern, aber es ist so schwer. Wobei, er hatte da immer eine klare Meinung über Journalismus. Wenn man jetzt diese Nachrufe liest in manchen Blättern oder Journalen, muss man sich schon wundern, wenn man damals miterlebt hat, wie sie über ihn hergezogen haben. Aber am Ende entscheidet eben die Geschichte und die Geschichte hat entschieden für ihn. Was war die besondere Qualität? Lange hieß es ja auch, die Einheit ist ihm praktisch auf den Tisch gefallen. Das kann man wirklich nicht sagen. Ich meine, er hat eben als historisch gebildeter Mensch genau das Zeitfenster begriffen. Und auch dieser 10-Punkte-Plan, ich habe das ja auch erlebt. Wir konnten ja am Schluss gar nicht mehr folgen, wie schnell das alles ging. Und das waren auch nicht irgendwelche Berater, das war der Historiker selbst. Und ich habe ja, werde nie vergessen, die Rede in Dresden, wo ich da bei ihm stand, und die Reaktion der Ostdeutschen, das war der entscheidende Punkt. Und da war klar, das gelingt. Und da muss sich auch niemand fürchten. Und das war eben auch seine Stärke, in Europa praktisch die kleinen Länder rechtzeitig. Das ist, was Merkel versäumt hat bei der Flüchtlingsgeschichte. Es gibt Beobachter, und ich teile die Meinung, die sagen, unter Helmut Kohl hätte es keinen Brexit gegeben. Das hat sich eben aufgebäumt. Und nach Kohl gab es eben keine größeren integrativen, visionären Fortschritte in Europa. Wie ist das Gewicht der Entscheidung, die Europapolitik betroffen haben? Wo hat da Kohl wesentliche Fundamente gelegt, die bis heute wirksam sind? Ja, also der Kohl Helmut Kohl hat immer drauf geachtet, erweitern und vertiefen. Und nach seiner Zeit ging es in die falsche Richtung. Es wurde im Grunde nur noch erweitert und kaum vertieft. Und das hat uns auch in die Krise geführt. Und er hatte ja damals auch schon nicht das ausgesprochen, um nicht bestimmte Länder abzuhängen. Aber
nach dem Konzept der unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Integration ist er vorangeschritten. Er hat mit Frankreich, den Benelux-Staaten, bestimmte Dinge vereinbart, so dass andere nachkommen konnten. Und dieses moderne Konzept, das er damals schon hatte, das hat in der Zeit ja gewirkt, einschließlich dem Euro, bei aller Kritik, politische Union fehlt, keine Krönungstheorien der Währungsunion, aber umgekehrt gesprochen, es war eigentlich der entscheidende Fortschritt von ihm, Weigel, ich durfte da auch meinen Teil bei, ohne Euro, und ich habe das jetzt gerade wieder in Singapur in Asien gesehen, ohne Euro und ohne Binnenmarkt wäre Europa ein schwieriges Gebilde, das für Asiaten oder Amerikaner einfach schwer greifbar ist. Was ist das Vermächtnis von Helmut Kohl für die Gegenwart und auch für die Zukunft? Erstens, deutsch-französische Freundschaft, jetzt mit Macron wieder neu durchstarten. Zweitens, nie die kleinen europäischen Länder vernachlässigen. Und drittens, am Ende sich darüber im Klaren zu sein, was Henry Kissinger und er mal sagte, Deutschland ist für die Welt zu klein und für Europa zu groß. Das heißt also, diese Mittlerposition voranbringt. Das ist eigentlich das Entscheidende, um Helmut Kohl auch dauerhaft gerecht zu werden. Herzlichen Dank.